Grüezi miteinander, ich bin der Raphael Brütsch. Seit 1998 bauen wir mit unserer Familie in der Schweiz Kürbis zur Kürbiskernenproduktion an. Ich möchte für Sie heute ein Geheimnis lüften und Ihnen zeigen, wie Kürbiskernen vom Feld aus dem Kürbis bis zu Ihnen heimkommen, Ihres Müsli oder Ihren Salat. Wie immer Mitte Oktober sind wir auf dem Kürbisfeld anzutreffen. Sobald der Kürbis so goldgelb ist, fangen wir an mit der Ernte. Im ersten Schritt würde Kürbis mit einem eigens dafür konstruierten Schwader an Schwaden gestoßen. Kurze Zeit später werden sie im zweiten Schritt mit einer Maschine geerntet. Mit dieser Maschine ist es uns möglich, Kerne direkt auf dem Feld vom Kürbis zu trennen. Mit dem Igel werden Kürbis aufgespiesst. Dadurch bleiben die faulen Kürbis auf dem Feld retour und die Qualität wird wieder einen Schritt erhöht. In dieser Trommel werden Kürbiskerne vom Fleisch getrennt. In einem weiteren Schritt wird durch ein Vakuum die Kürbiskerne weiter gereinigt. Dadurch bleibt am Schluss im Tank dieser Maschine nur noch Kürbiskerne zurück. Ein Kürbisfleisch bleibt auf dem Feld zurück und dient als Dünger für die nächste Kultur, ganz im Sinn vom Kreislauf. Unmittelbar nach der Ernte kommen Kürbiskerne hier auf Barzen auf unserem Betrieb. Hier werden Kürbiskerne mit Wasser gewaschen, damit sie vom Kürbissaft befreit werden. So ist es möglich, sie schnell zu trocknen und Energie zu sparen. Es ist wichtig, dass Kürbiskerne schonend getrocknet werden. Der Prozess dauert etwa 15 bis 20 Stunden. Nachher sind Kürbiskerne bereits trocken und lagerfähig. In grossen Big Bag werden Kürbiskerne abgesackt und somit zum Transport und weiteren Verarbeitung bereitgestellt. So ein Sack voll Kürbiskerne ist das Resultat von einem Jahr Arbeit auf einem Hektar Kürbisfeld. Jetzt ist der Kürbiskerne bereit, um in die Reinigung zu gehen, dass er nachher wieder zurückkommt und beim Konsument als super gereinigte Kürbiskerne oder als feines Kürbiskernöl landet. Unsere Produkte sind aus einer Küche für bewusste Ernährung nicht wegzudenken. Ein Kürbiskernöl ist bestens geeignet für über einen Salat oder auch für ein Dessert. Knabberkerne können zum Beispiel verwendet werden in Backwaren, in einem Müsli oder einfach als Snack. Es würde uns freuen, wenn Sie unsere Homepage besuchen. Dort finden Sie allfällige Verkaufsstellen sowie weitere Informationen und Rezepte.